Ja, beginnen mit dreimal um. Meditation anleiten. Ja, herzlich willkommen auch von mir, auch zu dir nach Hause, Ganga. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle hier im Raum seid. Ja, bevor ich jetzt mit der Meditation heute starte, möchte ich noch ein paar Sätze vorab sagen. Und zwar möchte ich einfach so ein bisschen erzählen, dass einer meiner Lieblingssprüche lautet: Das Einzige, auf das man sich im Leben verlassen kann, ist die Veränderung. Und wenn ihr vielleicht mal einen kurzen Moment darüber nachdenkt, dann werdet ihr, so wie ich, darauf kommen, dass wir jeden Tag ganz viel Veränderungen in unserem Leben haben. Das kann nur das Wetter sein, das kann aber auch sein, dass wir liebgewonnene Menschen loslassen müssen, dass wir Werturteile loslassen müssen oder Bewertungen über andere. Und am Ende unseres Lebens müssen wir das Leben selbst loslassen. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich in den letzten Tagen viel über das Loslassen nachgedacht. Auch das Loslassen aus vedantischer Sicht, was Vairagya bedeutet. Und Vairagya bedeutet Leidenschaftslosigkeit und das Nicht-Anhaften. Und das sagt sich ja immer so leicht. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir ganz oft an vielem anhaften. Und man sagt, dass also das Gegenteil von Freiwerden, von Vairagya, das Haben-Wollen, das Raga ist, oder auch das Tvesha, das Nicht-Haben-Wollen. Und beides bindet uns im Prinzip an dieses Weltenrad, an Samsara, an die Welt der Sinnesobjekte. Das heißt, es sollte uns darum gehen, dass wir täglich üben, eine geistige Haltung des Loslassens, des Nicht-Anhaftens zu praktizieren. Und dafür habe ich jetzt heute eine Meditation ausgesucht, die euch dabei hilft, weg von der Identifikation zu gehen und mehr eben ins Loslassen. Ja, komm dafür jetzt in einen Sitz deiner Wahl. Schau, dass dein Sitz bequem ist, dass du entspannt sitzt. Dein Oberkörper ist jetzt locker aufgerichtet. Dein Kopf ruht sanft in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Rücken, Nacken, Kopf bilden eine Linie. Und wenn du magst, kannst du jetzt auch gerne nochmal die Schultern nach oben ziehen und nach hinten unten geben. Kannst dein Gesicht nochmal entspannen. Vielleicht nochmal deinen Mund leicht öffnen. Kleine Bewegungen nach rechts und links machen, um auch das Unterkiefer ein wenig zu lockern. Und dann schau jetzt, dass du
ganz bequem sitzt für die nachfolgenden 20 Minuten. Kannst jetzt nochmal die Auflagepunkte deines Körpers spüren. Kannst nochmal deine Beine wahrnehmen. Die Berührung deiner Beine mit der Erde. Kannst auch nochmal hoch zum Scheitel spüren. Und dann zu deiner Nase. Spür dort jetzt deinen Atem, der ganz sanft in die Nase hineinfließt und sanft deine Nase wieder verlässt. In einem zweiten Schritt kannst du dich jetzt auf die Bewegung ausrichten, die der Atem in deinem Körper verursacht. Du kannst jetzt spüren, wie sich einatmend die Bauchdecke hebt und ausatmend senkt sich die Bauchdecke. Richte dich jetzt ein für eine Sakshibhava-Achtsamkeitsmeditation. Das ist eine Meditation des Benennens, um dich von Identifikationen zu lösen. Auch um dich von den vier Automatismen des Alltagsbewusstseins zu lösen. Von der Identifikation, vom Analysieren, Beurteilen und Reagieren. Und spüre erneut zu deinem Atem. Spüre den Fluss deines Atems in deinem Körper. Dein Atem kann jetzt tief sein oder flach. Dein Atem kann schnell oder langsam sein. Beeinflusse deinen Atem jetzt nicht. Lass ihn frei fließen. Greif nicht in deinen Atemrhythmus ein. So beobachte jetzt zunächst deinen Atem für 2, 3 Atemzüge. Und dann kannst du nochmal dir bewusst machen, wo du den Atem am meisten spürst. Vielleicht bei den Nasendurchgängen. Dann sage dir jetzt, einatmend, Nasendurchgänge kühl und ausatmend, Nasendurchgänge warm. Einatmend, Nasendurchgänge kühl und ausatmend, Nasendurchgänge warm. Oder sage dir, einatmend, die Bauchdecke hebt sich. Und ausatmend, die Bauchdecke senkt sich. Jetzt spüre weiter in deinen Körper. Vielleicht nimmst du jetzt ein Jucken in deiner linken Schulter wahr. Dann sage dir jetzt nicht geistig, Jucken in der linken Schulter, sondern sage dir Empfindung in der linken Schulter. Wiederhole das jetzt 3-mal. Empfindung in der linken Schulter. Und dann richte dich erneut wieder auf deine Nase und die Nasendurchgänge aus. Sage dir erneut, einatmend, Nasendurchgänge kühl, ausatmend, Nasendurchgänge warm. Einatmend, die Bauchdecke hebt sich, ausatmend, die Bauchdecke senkt sich. Dann spüre erneut in deinen Körper. Vielleicht spürst du jetzt irgendwo Schmerz, vielleicht im Rücken. Dann sage dir jetzt nicht Schmerzen im Rücken. Sage dir ganz bewusst Empfindung im Rücken. Empfindung im Rücken. Wiederhole auch das 3-mal wieder ganz achtsam und liebevoll in deinem Geist. Und dann kehre erneut zu deinem Atem zurück.
zu den Bewegungen, die dein Atem im Körper verursacht. Vielleicht nimmst du jetzt ein Gefühl wahr in dir, Unruhe im Herzen oder Ärger, weil du hier etwas länger still sitzen sollst. Dann sage dir jetzt hier nicht Unruhe im Herzen, sage dir Empfindung im Herzen. Oder für Ärger sage dir Gefühl, das sich vom Bauchnabel bis nach oben zur Kehle ausbreitet. Wiederhole auch das dreimal, ganz liebevoll und achtsam im Geiste. Kehre dann erneut zurück zu deinem Atem. Einatmend, Nasendurchgänge kühl. Ausatmend, Nasendurchgänge warm. Einatmend, der Bauch hebt sich. Ausatmend, der Bauch senkt sich. Vielleicht nimmst du jetzt amüsiert zur Kenntnis, dass sich Worte in deinem Geist bilden. Dann sage dir jetzt Wortgedanke. Wortgedanke. Und wiederhole auch das dreimal, ganz liebevoll. Und dann auch hier wieder erneut zu deinem Atem zurückkehren. Nimm den Atem erneut als Anker. Spüre deinen Körper im Rhythmus deines Atems. Vielleicht zeigen sich jetzt bei dir innere Bilder. Nimm auch das wahr und sage hier, Bildgedanke, Bildgedanke, wiederhole auch das dreimal in deinem Geiste. Und verbinde dich wieder mit deinem Atem. Und jetzt bleibe ganz bei dir. Egal, welche Empfindung jetzt in deinem Körper aufsteigt, Worte, dann wiederhole Wortgedanke oder Bilder, dann wiederhole Bildgedanke oder Empfindungen im Rücken, im Knie oder der Schulter, dann wiederhole Empfindungen im Knie, Empfindung im Rücken, Empfindung in der Schulter. Und so praktiziere jetzt eine Weile in der Stille.
Und vertiefe deinen Atem erneut. Spüre deinen ganzen Körper jetzt in diesem Augenblick. Lass jetzt die Sakshabhava-Achtsamkeitsmeditation wieder gehen. Mach dir aber bewusst, dass es eine sehr gute Meditation ist, die du immer mal wieder von Zeit zu Zeit auch gerne zu Hause praktizieren kannst, um dich von Identifikationen, alten Mustern zu lösen. Du kannst jetzt gerne mit mir gemeinsam einatmen für dreimal um. Ja, dann öffne langsam wieder deine Augen. Mach dich bereit für Singen. Bis Jaya Ganesha. Nur nach 5 nur die Fenster schließen wegen der Nacht. Perfekt. Das ist mehr als eine Uhr gibt. Das ist immer die Sache, wenn man in einem Yoga-Center ist, wo viele Leute sind mit verschiedenen Konzepten, Ideen, sind Dinge auf einmal an Orten, wo man es nicht erwartet. Okay, irgendwie tauchen sie da auf. Ja, wir singen die Nummer 2, Nummer 12, Kettenheft. Und ja, was wir machen, wir rufen ja sogenannte Devatas, kann man die auch nennen, so heißt es in Sanskrit, also irgendwelche Vertreter eines bestimmten Bereiches, ja, kann man sich so vorstellen wie Minister in einer Regierung, die bestimmte Funktionen haben, vielleicht für Wirtschaft zuständig, für Gesundheit und andere Dinge. Und genauso gibt es eben auch in dieser Ordnung dafür zuständige Wesen, ja. Das heißt also, und im, ja, Yoga und Vedanta nennen wir die eben Devatas, und da gibt es eben Ganesha, der steht immer für das Anfangen, das Reinkommen, ja, und deshalb wird der auch gleich als am Anfang rezitiert. Dann gibt es weitere Aspekte wie, ja, Krishna, der für Freude steht und Leichtigkeit, auch wenn es schwer ist. Er hatte auch kein leichtes Leben. Er hatte ein sehr schweres Leben. Ja, aber trotzdem Leichtigkeit zu haben, oder auch der Rama zum Beispiel, der eben für Gerechtigkeit stand, ja, für Rechtmäßigkeit, auch wenn man eben, ja, irgendwie verfolgt wird. Ja, und so rufen wir die jetzt alle an und gleich intensivieren wir das für bestimmte. Das ist jetzt vor allen Dingen für diejenigen, die jetzt hier den theoretischen Hintergrund noch nicht haben. Wenn ihr die Melodie habt, stimmt mit ein, wir singen zusammen. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha. Jaya Ganesha.
Ja, Nama bedeutet immer ja, Begrüßung, Verehrung, Verbeugung. Ja, es geht also darum, ja, sich dessen auch bewusst zu sein, dass wir in so einer größeren Ordnung sind, in der für alles gesorgt ist. Wir denken ja immer, wir hätten zu wenig und zu viel zu viel. Aber hier geht es halt letztendlich auch immer um ja, Dankbarkeit, dass wir eben zum Ausdruck bringen, ja, dass wir das sehen, was wir haben. Und wir haben ja alle ein schlagendes Herz. Habt ihr? Das ist nicht selbstverständlich. Das Herz schlägt immer weiter und auch dafür kann man dankbar sein, dass man das Leben hat. Weil das Leben ist sehr wertvoll, es ist schön. Niemand möchte gehen, gehe ich mal von aus. Niemand möchte jetzt sein Leben beenden. Wir hängen alle am Leben und auch dafür kann man einfach ja, für jeden Tag dankbar sein. Das kommt eben auch hier zum Beispiel in diesem ja, Lied, das wir gerade gesungen haben, Jaya Ganesha, wo wir ja, viele verschiedene Aspekte anrufen, begrüßen, ja, zum Ausdruck. Ja, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Wolltest du auch? Oder? Ja. Ja, ja, dann rezitieren wir. Ihr kommt gleich noch dran. Ja, rezitieren wir heute mal das Moksha-Mantra, Nummer 699. Wir haben ja heute Vedanta-Satsang und dann rezitieren wir ein bisschen mehr, als wir singen. Ja, aber das ist natürlich das ist die Nummer 699.6 Ganesha. Ja, Herr der Herrscharen heißt es. Er hilft, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen und für einen immer wieder neuen, guten Anfang. Er verkörpert auch die höchste Weisheit. Wer dieses Mantra wiederholt, kann spüren, dass er immer die Kraft hat zu tun, was nötig ist und dass die Ganesha-Energie als Lichtenergie in diese Welt durch ihn hindurchströmen will. Ja, spürt man? Vielleicht spürt ihr das? Vielleicht auch nicht. Ja, wir stimmen uns jetzt ein, indem wir fangen langsam an. Om Gam Ganapataye Namaha.
Ja, dann haben wir noch zwei erfahrene, geübte Sängerinnen hier. Dann unsere Kollegin Monika, schön, dass du da bist. Freuen uns, wenn du uns hier versingst. Ich möchte Zitaram singen. Zitaram. Ist es okay, wenn du auf die Kamera kommst? Was? Ist es okay, wenn du auf die Kamera kommst? Ja. Auch auf dem YouTube-Kanal? Ja. Wir sind am Ruhigen. Alarm, Alarm, auch Krishna da. Was? Also wir singen Sitaram, Chechiram, Sitaram, Chechiram, also ganz einfach. Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Ja, Sitaram, Chechiram, Sitaram, Chechiram. So. Und ihr könnt gleich mitsingen. Sitaram, 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 Sitaram,
Ja, herzlichen Dank. So. Ja, wenn wir schon bei Rama sind, dann bleiben wir auch bei Rama. Wir singen zuerst zum Abwechslung. Mit Abwechslung. Das ist ein ganz einfacher Text. Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Ich singe zuerst und dann wiederholt ihr den Text. Dann gucken wir, irgendwann singen wir dann zusammen. Yeah.
Herzlichen Dank. Ja, müssen ja noch hier eine pedantische Hymne singen. Ja. Ja, was sehen wir? Die vedantischen Hymnen sind ja bei Nummer 400. Also, Satcharachara. Richtig viele kann ich auch jetzt nicht. Also, wir könnten mit der Nummer 400 anfangen. Das ist auch Anandoham dabei. Meine wahre Natur ist unsterblich, ewig, rein, unendlich. Ja, das ist eben das Schöne bei diesen Mantras. Ja. Wir bekräftigen auf Sanskrit Dinge, die wir im Alltag nicht unbedingt sagen würden. Wer von euch sagt, ich bin unsterblich? Sagt das jemand? Zu einem Nachbarn? Ja, nicht. Ja, das ist eben auch die Schönheit der Mantras, ja, dass wir eben ja, sehr positive Dinge sagen und das funktioniert auch. Das spüren wir eben in unserem Geist als ja, eine positive Emotion, als ja, dass wir im Himmel sind. Okay, Satcharachara. Satcharachara.
Ja, rezitieren wir vielleicht noch einen Mantra, einen Shanti-Mantra. Die sind alles Veda-Mantras, meistens aus dem Rigveda, manche aber auch aus dem Sama-Veda. Ja, und die haben eben alle den Zweck, uns Shanti zu bringen. Ja, also Shanti, Frieden. Und wo Shanti? Vor allen Dingen hier im Kopf. Geistigen Frieden, inneren Frieden. Ja, muss nicht die ganze Welt friedlich sein, sondern das Wichtigste ist immer unser eigener Geist, dass wir da Frieden haben. Und vielleicht rezitieren wir die Nummer, das ist eigentlich nummeriert auf der Seite 92, das Om, Apya, Yantum. Das ist aus dem Sama-Veda. Es gibt ja vier Vedas und ja, die Bedeutung ist, mögen meine Glieder, Sprache, Lebensenergie, Auge, Ohr, Stärke und alle meine Sinne zu großer Vitalität heranwachsen. Das können wir gebrauchen. All diese sind das Brahman der Upanishaden. Ja, also, möge ich niemals Brahman verleugnen, möge Brahman mich niemals zurückweisen. Ja, das ist hier die Überzeugung, die die Schriften zum Ausdruck bringen, ja, dass wir eben nicht nur dieser Körper sind, mit dem wir uns typischerweise identifizieren, sondern dass es eben ein ewiges, alldurchdringendes Bewusstsein gibt, was das erschaffen hat. Und das ist unsere Essenz, das ist unsere Natur. Und das wird eben hier auch bekräftigt, wenn man das rezitiert. Ja. Lasse all die Tugenden, von denen in den Upanishaden geschrieben steht, sich in mir festigen. Ja, zum Beispiel wird es eben eine Tugend, die Vairagya, Viveka, dann die Shatsampat, die sechs edlen Tugenden, Mumukshutva, der Wille, ja, frei zu werden, ja, Sama und Dharma, Geisteskontrolle, das sind also dass mein Geist nicht einfach wie ein wilder Affe ist, der nur hin und her springt, sondern dass ich zumindest weiß, was da passiert. Und Dharma zum Beispiel, dass ich halt meine Zunge unter Kontrolle habe, wenn mich jemand provoziert, ja, und ich in dem Moment der Meinung bin, hoffentlich, dass das nicht gut ist, den jetzt zu beschimpfen, dann halte ich halt meinen Mund und bringe so eben Frieden in die Situation. Und das sind so Beispiele dafür. Ja, und all das bringen wir eben hier mit zum Ausdruck. Können wir vielleicht dreimal rezitieren? Was ist das für die Nummer? Ja, das ist die Nummer 670. Entschuldigung, habe ich nicht gehört. 670. Und da dann die Seite 92. Also ihr müsst dann einfach laut reinrufen. Das fettgedruckte Om, Apya, Yantu. Ja, ihr könnt ja, ich versuche möglichst laut und deutlich zu rezitieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit einstimmen. Es ist halt wichtig dabei, eben die Längen und Kürzen zu beachten. Es ist nicht so wie bei den Veda-Mantras sonst, Rigveda, wo man noch drei Tonhöhen hat, weil das irgendwie aus dem Sama wiederkommt. Also normal rezitiert. Om Abhyayantu Mamangani Vag pranas chakshushrodramato balamintriani chasarvani sarvam brahmaupanishadam maham brahma nirakuryam mama brahma nirakarod anirakaranam astva nirakaranam me astu tadatmani nirateya upanishatsu dharmaha te mai santu Te mai santu Om Shanti 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 Om Abhyayantu Mamangani Vak Pranas Chakshushrotramato Balamintriyani Chasarvani Sarvam Brahmaupanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranam Astva Nirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mai Santu Te Mai Santu Om Shanti Shanti
Shanti Shanti. Om Apyayantu Mamangani Vak Pranas Chakshushrodramato Balamintriyani Chasarvani Sarvam Brahmaupanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranam Astvanirakaranam Me Astu Tadat Mani Nirate Yaupanishatsu Dharmaha Temae Santu Temae Santu Om Shanti Shanti Shanti. Ja, gehen wir noch einen Moment in die Stille, lassen das nochmal nachwirken in unserem Geist. Ja, dann können wir ein bisschen was sagen. Ich könnte was vorlesen, aber könnte auch was sagen. Aber da habt ihr irgendein Thema oder eine Frage, was euch auf den Nägeln brennt oder sonst wo, was ihr mal schon mal wissen wolltet. Reicht auch ein Stichwort? Okay, ja, dann erzähle ich, was mir hochkommt. ich könnte ein bisschen was sagen, vielleicht hier zu dem, was wir da zitiert haben. Wenn wir singen, wie zum Beispiel als Jaya Ganesha mit Singen, das ist etwas, was hier im Westen natürlich weit verbreitet ist, unter Kirtan singen, Mantra singen. Und dabei spielt eben auch die Melodie mehr oder weniger eine große Rolle. Ja, es ist ja auch hier zu so einer richtigen Kultur geworden, dass dann immer das Neue gedichtet wird und neue Melodien dazu erschaffen werden. Aber es gibt eben auch diese traditionelle Position, dass man zum Beispiel Rigveda-Mantras nicht singt, weil die eben eine feste Struktur haben. Ja? Also die haben bestimmte Höhen und Längen, und wenn man das jetzt anpasst an eine Melodie, ja, dann verlieren die ihre Bedeutung und ihre Kraft. Das ist jetzt man fällt vermutlich nicht direkt tot um, aber es ist dann nicht mehr diese Rigveda-Rezitation, ja? Sondern man kreiert was Neues, und das hat natürlich auch seine Schönheit und seinen Reiz, machen wir ja auch hier. Aber ich persönlich würde jetzt Veda-Mantras nicht singen. Die Gayatri-Mantra ist so ein klassisches. Und auch im Triambakam oder Asatoma ist letztendlich auch Veda-Mantra. Aber da muss natürlich auch jeder so seine persönliche Linie ziehen. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass der Veda hier im Westen, also ich kann das auch von mir sagen, ich habe auch lange gebraucht, die tieferen Tiefen da ein bisschen weiterzukommen, weil die Schriften, in denen das Wissen in Indien kodiert wird und weitergegeben ist, die haben eben so eine Hierarchie. Ja, die erste und höchste Autorität haben die Vedas. Ja, und das sind zum Beispiel im Rigveda 10.552 Mantras, ja, die in einer festen Struktur sind und wiederholt werden. Und dann gibt es noch eben Yajurveda, der auch diese Mantras nutzt, um die in Rituale einzubinden. Sowas, was wir machen gleich, ein Aratis wäre so ein kleines Ritual. Und da gibt es halt natürlich noch große und sehr große, die da beschrieben werden. Ja, und dann gibt es noch den Sama-Veda, das Shanti-Mantra hatten wir da heraus. Da geht es dann vor allen Dingen darum, ja, für so eine sehr beglückende geistige Erfahrung, so eine Ekstase, die
Rezitation nochmal zu verändern. Das ist dann mehr so ein Singsang, aber auch nach festen Regeln, nicht einfach, wie sich das hier jemand ausdenkt. Müsst ihr mal auf YouTube Sama Veda eingeben. Und dann gibt es eben noch Atharva Veda, ja, der ja auch eine Vielzahl von Hymnen hat, die mehr ja für so das alltägliche Leben gedacht sind, um beispielsweise, da gibt es auch viele Mantras bei einem Skorpionstich oder bei einem Schlangenbiss oder wenn man ein Nachkommen haben will, sowas gibt es alles im Veda, ja. Und die Überzeugung ist, das hat die höchste Autorität, und die Überzeugung ist, das wirkt, ja, weil Gott hat den Veda hier in diese Welt gebracht, um den Menschen zu dienen, und wer etwas braucht, der kann diese Mantras lernen, wiederholen, darum beten, und dann wird es auch geliefert. Ja, genau wie hier Essenslieferdienst. Ja. Das hat die höchste Autorität, aber das ist eben ja, sehr groß und sehr schwierig. Ich habe jetzt auch ein paar Jahre gebraucht, eigentlich 3 Jahre gebraucht, um ja, so ein paar Mantras auf die klassische Weise zu rezitieren. Und gerade mache ich auch so einen Veda-Kurs, das ist so ein, irgendwie 5-6 Wochen dauert der, wo wir die ganzen Vedas nochmal genauer besprechen, Beispiele geben und was ist die, ja, der ganze große Sinn. Ja, das ist also ganz wunderbar, aber das im Westen kommt man eher mit den, ja, mit den kleinen Schnipseln in Kontakt, ja, so wie wir gerade auch Om Ganapataye Namaha rezitiert haben oder auch Om Namah Shivaya eben. Om Namah Shivaya ist eben so ein kleiner Ausschnitt aus dem Rudram. Ja, das ist ein Mantra, das lerne ich gerade auch. Ja, es dauert 22 Minuten zu rezitieren. Ich kann gerade so 3 oder 4 rezitieren und nicht auswendig. Und dann nimmt man so einen kleinen Schnipsel raus, und weil wir Westler, wir sind ja sehr beschäftigt, ja, wir können nicht 22 Minuten rezitieren, das lernen, sondern Om Namah Shivaya, das kriegen wir noch hin, ja? Dann wiederholen, auch das hat seine Wirkung, ja? Und das ist eben aus den Vedas immer rausgenommen, die Mantras, oder eben auch bezogen auf die Bhagavad Gita zum Beispiel, ja? Ist ja eine Schrift, die im Yoga, in der Yoga-Lehrerausbildung, die wir hier unterrichten, ja auch eine große Bedeutung hat, ja, die eben, ja, praktisch so der Veda ist die Mutterkuh, ja, die also alles enthält, und die Bhagavad Gita ist das Kälbchen, ja, das sind also 700 Verse. Für uns erscheint die ja auch sehr groß und viel, und wenn wir die hier in der Ausbildung so ein Jahr durchgehen, aber verglichen mit diesen ja, über 10.000 Versen aus dem Veda, das ist überschaubar. Ja. Kann man sich zuwenden. Ja. Ja, damit kommen wir in Kontakt, also mit kleinen Mantras, mit Bhagavad Gita oder auch anderen Schriften, ja, wo das immer dieses Wissen, was eigentlich im Kern in den Vedas enthalten ist, in eine Form gebracht wird, ja, wo wir Menschen uns ja, da anschließen können, ja, damit wir praktisch abgeholt werden, da wo wir stehen. Ja, und da gibt es natürlich eine sehr große Vielfalt an großen, kleinen Büchern, und wo auch wieder viele Lehrer das wieder auf eine einzigartige Weise ausgedrückt haben, um den Menschen zu dienen, um den Menschen, um sie aus ihrer Unwissenheit zu holen. Ja, so ist jetzt so der große Überblick, ja. Und ich bin jetzt schon so 20 bis 25 Jahre unterwegs, und wie gesagt, der Veda lerne ich jetzt bei einer Inderin auch, weil das kann man eben nur auch weitergeben, wenn man ja, das auch mitbekommen hat. Sie hat das von ihrer Mutter mitbekommen, weil in Indien wird das eben auch jetzt nicht nur in Tempeln oder wie hier bei uns in Kirchen weitergegeben, sondern in der indischen Kultur ist es auch die Zuständigkeit der Familien. Ja. Und diese Shantala, bei der ich das lerne, die ist eben auch in so einer Familie, wo das dann immer weitergegeben wird. Ihre Mutter hat das schon gemacht, da ist also, die haben dann ein Haus, und da ist dann zu ihrer Mutter sind alle aus der Nachbarschaft hingekommen und haben da die Mantras gelernt. Ja. Also die gingen nicht irgendwo
Tempel oder sonst irgendwas oder Kirche, sondern in den Familien. Und das war ja auch in Indien wichtig, um dieses Wissen immer zu erhalten. Ja, weil Indien ist ja auch mehrfach erobert worden. Ja, und Tempel, Kirchen, Universitäten wurden immer wieder geschlossen, alle Schriftrollen, viele Schriftrollen zerstört. Aber in den Familien, ja, konnte man ja nicht alle kontrollieren und sonst was, da wurde es weitergegeben. Und deshalb gibt es eben heute noch viele von diesen Mantras. Viele sind ja auch verloren gegangen. Ja, also das, was ich eben gesagt habe, diese 10.500, das ist eben das, was man heute noch kennt. Man weiß durch Hinweise von anderen Schriften, dass es da noch was gab, aber die sind halt nicht mehr erhalten. Ja, also es gibt noch viele weitere, die aber irgendwie im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen sind. Aber vieles ist eben noch da und wir können uns eben ja, in unserem Tempo, da wo wir gerade stehen, ja, das zu Gemüte führen. Ja. Ja, nach 20 Jahren taucht man ein bisschen tiefer ein. Aber ich habe irgendwann auch klein angefangen. Ich bin auch irgendwann mal vor 22 Jahren in so eine Yogastunde in Koblenz damals reingeraten. Was ist denn hier los? Mantras und so weiter. In 22 Jahren kann sich was entwickeln. Wenn man dafür offen ist, wenn man dafür bereit ist. Ja, je nachdem eben auch was für ein Feuer in einem brennt. Ja, so viel dazu. Wo ist denn das Omane Padme Hum einzuordnen? Wie bitte? Das ist, ist das auch ein Mantra, dieses Omane Padme Hum? Ja, das ist eher so aus dem buddhistischen Bereich. Ja. Ja. Aber ist das ist kein Mantra, das ist. Also ist eben jetzt. Ich finde das total schön zu singen. Steht auch drin. Ja, steht ja auch drin. Aber das ist eben, ja, das Kirtan-Heft ist ja eben für die Yoga-Vidya-Community, die ja sehr breit aufgestellt ist, gemacht. Das ist jetzt hier nicht einem intensiven Auswahlprozess unterzogen. Ja, weil dann, so ist ja Yoga-Vidya relativ breit aufgestellt. Und kann ja auch jeder machen. Ich persönlich habe da jetzt nicht so einen Bezug zu, aber muss jeder eben selber wissen. Deshalb, ich kann es nicht singen, sondern jeder macht das eben auch so, wo er sich verbunden fühlt. Ja. Ist jeder frei. Carsten, du kannst es lernen. Ja, nächstes Mal leitest du an. Das ist krank. Das ist eine E-Gitarre. Das wäre doch schön. Wie gesagt, ich hatte zwei Zeit lang Gitarre das gespielt. Ja. Das ist ja unheimlich variabel, das kannst du ja wirklich ganz toll, finde ich, knetig machen, aber es ist ja sehr aus der musikalischen. Dadurch bin ich jetzt interessiert, weil mit Anhang bewusst werden genau eher kommen. Ja, es gibt ein großes Spektrum und wie gesagt, das jeder macht das eben halt so, wie auch sein Kenntnisstand ist und wie eben er das möchte. Aber man muss eben aufpassen, wenn du jetzt eben in den Shivananda Ashram in Rishikesh zum Beispiel, der ist ja auch relativ offen. Ja, da kannst du auch noch, ich weiß nicht, ob man da Gayatri Mantra singen kann. Also ich habe ja auch schon mal da gesungen. Das war ja so in meiner Frühzeit 2009, da konnte ich eigentlich noch singen. Nicht so richtig, aber dann sollte die Yoga-Vidya-Gruppe da beim Satsang, beim Abendkirtan singen. Und dann habe ich auch was gesungen. Ich war noch heiser da, also, aber irgendwie war es ganz nett. Und das Ganze ist auch noch aufgenommen worden, weil das manchmal gibt es echt solche Zufälle. Damals, das war, ich weiß noch, ich meine, ich hatte da so ein Handy, da hätte man sowas nie aufnehmen können mit. Aber da war ausgerechnet noch ein Musiker in diesem Satsang in Rishikesh, der da spielen wollte und er wollte halt ein Recording, ja, also ein Video davon haben. Und er hätte extra einen mitgebracht, der das aufgenommen hat, also der dann die aufgenommen hat, während er gespielt hat, aber der hat unsere Sachen auch mit aufgenommen. Ja. Also jeden, der von unserer Gruppe gesungen hat, hat er mit aufgenommen.
Ja, und ich hatte dann hinterher, hab den dann einfach mal gefragt, er hatte alles aufgenommen und ja, hat aufgenommen. Dann habe ich gesagt, ah, kann ich das haben? Und dann sagt er, ja, er wird, habe ich gesagt, der andere wollte noch was. Und dann hat er eine DVD gebrannt, habe ich ihm ein bisschen Geld gegeben und dann die DVD mir zukommen lassen, dann noch ein Rishikesh. Habe ich also heute immer noch eine DVD da von meinem Auftritt im Shivananda Ashram in Rishikesh, so wie Krishna da. YouTube, wie bitte? Instagram auch reinstellen. Meinst du, soll ich hochladen? Ja, klar. The very beginning. Ja, gut. Auch auf den Gefallen, dass ich mich blamiere. Obwohl, es gibt ja auch noch ein so Video, da war, das war noch früher. Das war in Bad Meinberg. Da haben die damals so gerade angefangen, mal was aufzunehmen. Das war auch 2007 oder sowas. 2006 oder 2007 habe ich auch mal hier dann gesungen da. Und der hat jetzt schon einige tausend Aufrufe. Naja, okay, aber danke fürs Mut machen. Ich überleg's mal. Ja, so viel zur Story erzählen. Ja, sonst noch? Fragen sagen, sonst würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Gut, dann Hari Om Tat Sat. Alles gesagt, was gesagt werden sollte. Dann kommen wir noch zu den abschließenden Mantras, Nummer 800. Wir können noch das Maha Mrityunjaya Mantra singen, das große lebensspendende Mantra. Wenn einer von euch einen Anlass hat, können wir jemandem gute Wünsche zukommen lassen. Ja, Wünsche, dass er gesund wird oder einen guten Geburtstag hat. Gibt es da jemanden bei euch, ein Anliegen der... Das war das 800? Ja, ja. 800. Ja, weil das ist ja auch das Schöne im Yoga, wir können uns immer... Ja, wir neigen eher dazu, uns was Gutes zu wünschen. Ja, können wohlmeinende Gedanken schicken und das kommt irgendwie an. Das schafft eben eine schöne Atmosphäre, als wenn wir jetzt irgendwie streiten würden. Ja, danach geht es dann weiter mit den Nummern 801, 2 und so weiter, arbeiten wir uns dann bis zum Arati hindurch. Wenn ihr wollt, können wir auch dieses Om Triambakam, weil es ist auch ein Veda-Mantra, Rig-Veda-Mantra, könnten wir auch auf die traditionelle Weise rezitieren, dann ist es ein bisschen anders mit Höhen und Tiefen. Können wir das machen oder wollt ihr lieber das traditionelle? Das Veda? Wie bitte? Heute die medische. Ja, machen wir das. Dann könnt ihr ja, wenn ihr sie nicht kennt, dann könnt ihr zuhören, dann könnt ihr die Unterschiede merken. Om Triambake Yajamahe Sugantim Pushtivatanam Urvarukamiva Bantanam Mretyo Mokshiyama Mreta Sukantim Pushtivatanam Urvarukamiva Bantanam Mretyo Mokshiyamam Mretat Om Triambake Yajamahe Sukantim Pushtivatanam Urvarukamiva Bantanam Mretyo Mokshiyamam Mretate Om Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam bhavatu sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu makaschit dukkhavat bhavet asato ma sarkamaya tamaso ma Jyotirgamaya Mrityo Mamre
Shyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Gebet von Swami Sivananda, so geschrieben, dass man es auch unabhängig von der Religion, der man angehört, beten kann, weil es ja das Göttliche in allen Formen anspricht, aber auch jenseits aller Formen. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend, im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Leg in uns geistige Kraft, Versuchungen zu verstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Lass uns in dir bleiben alle Zeit. Sadhguru Shivana Maharaj Ki. Ja, dann können wir aufstehen für Arati, Lichtzeremonie, mit der wir ja, Licht hier in diesem Raum, aber auch ja, in uns stärken wollen. Ja, Licht ist ja, Licht und Feuer ist ja ein sehr starkes Symbol. Agni, Feuer, eine der Devatas, die ja, wir alle brauchen. Weil wenn Agni seinen Betrieb einstellen würde, wäre es ganz schön kalt hier auf dieser Welt, wenn es kein Feuer gäbe. Wenn wir auch kein Feuer im Bauch hätten, kein Verdauungsfeuer, dann keine Sonne, die scheinen würde. Ja, da können wir uns eben ja, auch irgendwie darauf besinnen. Gut, dass es Feuer gibt hier. Okay, dann Nummer 804. Om Jaya Jaya Arati Vigna Vinayaka Vigna Vinayaka Shri Ganesha Jaya Jaya Arati Subramanya Subramanya Jaya Jaya Rati Vinata Ramana Vinata Ramana Sankara Ramana Sita Ramana Ramana
Jaya Jaya Rati, Venu Gopala. So, fangen wir heute mit den Online-Teilnehmern an. Kommt das Licht hier? Jetzt habe ich den alles vergessen. Venu Gopala habe ich vergessen. Noch mehr? Habe ich übersprungen, oder? Habt ihr das gemerkt oder nicht? Ja, ich aus, wenn ich mitgesungen habe, kann ich sie nicht los. Ich dachte, irgendwann mal ihr sollt mal auf. Er hat einen, zwei den Text vergessen, aber wir haben ja jetzt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hast du extra? Ja, klar. Bitte. Extra. Extra. Also, nee, so bin ich dann doch nicht gestreckt. Nur zu testen. Ja, Nummer 805. Tameva vata chapitatvameva tameva bandhu shasaka tameva tameva vidya dhavinam tameva. Verführerische Datteln. Nein, mal rein. Durchgehen lassen. Ja, herzlichen Dank fürs hier sein, fürs Mitmachen. Ja, danke auch den Online-Teilnehmern, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es ist gut rübergekommen und ja, alles Gute. Den nächsten Satsang, Vedanta-Satsang, gibt es, glaube ich, dann im November. Termin steht auf der Webseite. So, ich beende mal hier die Aufnahme. Ja.